Viele von euch werden die PISA kennen, denn die PISA war vor einiger Zeit ganz groß in der Bild-Zeitung. Es gab auch immer wieder so die Vermutung, ob wir den Hund nochmal vermitteln, denn da gibt es so einiges zu berichten. Sandy, erzähl mal was zu PISA. Ja, PISA wurde abgegeben aus persönlichen Gründen der Halterin. Sie ist schon stolze 14 Jahre alt, macht aber so noch einen sehr fitten Eindruck und jetzt geht sie endlich nach Hause. Aber es sind ja doch einige kleine Krankheiten, klär die Zuschauer mal auf. Ja, PISA hat eine Leberinsuffizienz, das heißt, sie bekommt spezielles Diätfutter ihr Leben lang für die Leber und halt noch Tabletten zusätzlich, damit die Leber unterstützt wird. Sie hat Spondylose, bekommt ein Schmerzmittel, damit sie ohne Schmerzen laufen kann. Ja, und sie hat auch noch Milchleistentumore, die musste man leider auch entfernen. Und eine Zahn-OP hat sie auch schon hinter sich, musste auch ein Zahn gezogen werden. Sandy, das ist ja auch mit Kosten verbunden und auch nicht ganz wenig. Kannst du da noch mal ein bisschen Informationen geben, was die neuen Halter an Kosten für den Hund aufbringen müssen, nur an Medikamenten? Also monatlich sind das so ungefähr geschätzt so zwischen 50, 70, 80 Euro ungefähr an den Medikamenten. Nur allein die Medikamente. Das Futter kommt ja dann auch zusätzlich dazu. Man muss also wirklich ein ganz großes Herz haben, um die PISA zu nehmen. Und da die neue Halterin gerade auf den Hof kommt, holen wir uns die jetzt vor die Kamera. Aden Yusa, jetzt habe ich den Namen auch drin, Brasilia aus Brasilien. Ja. Dein Mann und du, ihr habt euch entschieden, ihr nehmt die PISA. Wie kam das? Es ist so, ich bin zur CCL gegangen und dort habe ich einen CCL-Prospekt gesehen. Dann habe ich das aufgemacht. Als ich aufgemacht habe, plötzlich war PISA da drin. Dann habe ich gelesen ihre Geschichte. Dann habe ich mir gedacht, oh, kleine arme Hundin, nur weil sie alt ist und krank ist, niemand will sie haben. Aber ich will sie haben. Ihr habt ja einen Hund, wer ist das? Sie heißt meine Hundin, sie ist 13 Jahre alt, sie heißt Lulu. Madame Lulu heißt sie. Und du hast gesagt bewusst, sie ist 13, du hattest dich in PISA so lieber auf den ersten Blick, ja. Da war dir egal wegen der Kosten und des Alters, die Krankheit, du hast gesagt, was steckt dahinter? Ich liebe die Tiere und ich liebe kleine Hunde. Ich liebe kleine Hunde. Als ich ihre Geschichte gelesen habe, ich habe mir gedacht, oh Mensch, das kann nicht wahr sein, dass niemand diese Hundin haben möchte, nur weil sie alt und krank ist. Dann habe ich Zeit für sie. Habe ich mir gedacht, diesen Hund möchte ich gerne haben. Habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und wir haben entschieden, Lisa zu haben. Und dass die PISA unter Umständen nur noch eine gewisse... Entschuldigung, nicht Lisa, PISA. PISA, genau. Dass die PISA nur noch eine gewisse Lebenserwartung hat, ist dir egal. Hauptsache einen schönen Lebensabend. Es ist mir egal, wie lange sie lebt. Ich hoffe, dass sie ein bisschen länger lebt. Und ich möchte, dass sie ein schönes Leben hat. Es ist mir egal, ob in 2 Jahren sie stirbt, oder 3 oder 5 Jahre, aber sie soll ein schönes Leben haben. Das ist eine ganz tolle Ansicht, wie ich finde. Wenn alle so denken würden, bräuchten wir keine Tierheime mehr. Aden Yusa, ich drücke dir mit der PISA und deinem Hund die Daumen, dass ihr viele schöne gemeinsame Jahre habt. Seid da entlassen. Ganz, ganz ganz doll die Daumen gedrückt. Ich finde, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Wir werden natürlich gesucht und gefunden. Ähnliche Fälle werden wir wieder drüber berichten. Bis dann, tschüss.